Hallo und herzlich willkommen zu. Hallo und herzlich willkommen. Warum fliegt ein Ball eine Kurve beim Fußball? Ob von der Grundlinie oder beim Freistoß. Sie ist der Albtraum jedes Torwarts. Die Rede ist von der Bananenflanke. Ein Ball, der eine kaum berechenbare Kurve fliegt und oft genug im Netz und nicht in den Händen des Keepers landet. Aber was steckt hinter der krummen Flugbahn? Das hat uns der Bonner Physiker Herbie Dreiner erklärt. Also die Fragestellung, es geht ja um die Bananenflanke beim Fußball. Meine Generation Manny Kals, ganz berühmt. Und der konnte halt den Ball schießen und dabei den Ball gleichzeitig einen Drall geben, dass er während er durch die Luft fliegt, dreht er sich. Und dabei gibt es ein physikalisches Prinzip, einen Effekt, das heißt der Magnus-Effekt. Und der führt dazu, dass der Ball diese krumme Bahn verfolgt. Und um das mal zu erklären, wollte ich hier dieses Blatt Papier einfach mal nehmen. Und ich halte das unter die Lippe und puste oben drüber. Und wir sehen, das Blatt hebt sich. Und das ist der Bernoulli-Effekt, der dem Magnus-Effekt zugrunde liegt. Und zwar über dem Blatt fließt die Luft schnell, darunter steht sie. Und schnelle Luft im Vergleich zu stehender Luft erzeugt einen Unterdruck. Und dieser Unterdruck hebt das Blatt. Und zurück zum Fußball. Wenn der Ball sich dreht, fliegt er ja durch die Luft. Oder sagen wir, er dreht sich erstmal nicht, fliegt durch die Luft. Die Luft strömt in gleichen Formen auf beiden Seiten vorbei. Wenn er sich jetzt dreht, dann krallt der Ball mit der Reibung sozusagen sich Luft und gibt ja noch auf der Seite einen extra Kick. Und deswegen fließt die Luft hier schneller als hier. Es gibt den Unterdruck, genau wie bei dem Papier, und der Ball fliegt krumm in diese Richtung als Rechtsfüßler. Auch in anderen Sportarten wie Tennis oder Baseball machen sich die Spieler den Magnus-Effekt zunutze, um ihre Gegner auszutricksen. Aber es gibt noch ganz andere, ziemlich ungewöhnliche Einsatzmöglichkeiten. Mit dem Magnus-Effekt kann man sogar Schiffe antreiben. Da haben wir ein kleines Bötchen umgebaut mit diesem Zylinder. Innen drin haben wir einen kleinen Motor. Und wenn ich den anschalte, dann dreht sich dieser Zylinder. Damit haben wir wieder ein drehendes Objekt. Jetzt brauchen wir noch die Luftströmung für den Magnus-Effekt. Dafür habe ich mir meinen Föhn mitgebracht. Und den puste ich jetzt von der Seite an. Und das Schiff fährt nach vorne. Durch die Rotation der Rolle, auch Flettner-Rotor genannt, strömt die Luft vorne schneller vorbei als hinten. An der Vorderseite entsteht, wie beim rotierenden Fußball, ein Unterdruck und der dementsprechend höhere Luftdruck an der Rückseite schiebt das Schiff nach vorne. Sogar Flugzeuge kann man nach diesem Prinzip bauen, doch diese hätten keinerlei Auftrieb, falls die Rotoren ausfallen sollten. Was wahrscheinlich der Grund ist, warum wir heute fast ausschließlich Flugzeuge mit starren Flügeln sehen. Auch die Flettner-Schiffe sind eine Randerscheinung geblieben. Genau wie Segelschiffe sind sie auf permanent gute Windbedingungen angewiesen und konnten sich daher nicht gegen mit Schrauben angetriebene Schiffe durchsetzen. Durchgesetzt und bewährt hat sich aber die Bananenflanke, dank dem flugbahnbiegenden Magnus-Effekt. Das war Frag die Bonner Forscher und diesmal möchten wir uns mit einem Geburtstagsgruß verabschieden. Morgen, am 7. Juli 2017, feiert die Universitätsgesellschaft Bonn ihr 100-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch dazu! Wenn ihr eine Frage an unsere Expertinnen und Experten habt, dann stellt sie uns in den Kommentaren. Und nicht vergessen, Unibonn TV auf YouTube zu abonnieren. Dann bekommt ihr sofort eine Info, wenn die nächste Folge online ist. Bis dahin, neugierig bleiben!